Womit verbindest du Zuckerwatte? Vielleicht mit Fusseln oder Schneeflocken? Vielleicht aber doch nicht mit den Sternen oder Planeten? Aus unserer Sicht sind sie riesig und unglaublich schwer. Die neuesten wissenschaftlichen Erkenntnisse haben das jedoch auf den Kopf gestellt. Im Weltraum gibt es erstaunliche Welten, die flauschig sind wie Zuckerwatte. Ist das ein Witz? Haben Astrophysiker einen Fehler gemacht? Solche Planeten existieren und Wissenschaftler bezeichnen diese spezielle Gruppe als Superpuffs, was bedeutet, dass sie flauschig sind. Sie sind eine Art Exoplanet, Weltraumobjekte außerhalb des Sonnensystems, mit einer Masse, die nur wenige Male größer als die Erde ist, einem Radius größer als der von Neptun und einer sehr geringen Dichte. Superpuffs sehen groß und massiv aus wie Jupiter, sind aber ungefähr 100 Mal leichter. Ihre Dichte beträgt weniger als 0,5 Gramm pro Kubikzentimeter. Darunter befinden sich jedoch einige besonders erstaunliche Exemplare. Die am wenigsten berücksichtigten Planeten Kepler-51b, 51c und 51d der Cygnus-Konstellation. Diese drei Exoplaneten umkreisen den Stern Kepler-51, der 2012 vom Kepler-Weltraumteleskop entdeckt wurde. Dann, zwei Jahre später, fanden sie ein seltsames Objekt mit geringer Dichte. Stell dir Wattebäusche in der Größe von Jupiter vor. Laut Wissenschaftlern beträgt die Dichte weniger als 0,1 Gramm pro Kubikzentimeter. Ein Stück dieses flauschigen Planeten von der Größe eines 160-Liter-Fasses, das ist ein Barrel oder 42 Gallonen, wiegt nicht mehr als 16 Kilogramm oder 35,2 Pfund, während ein ähnliches Sandfass fast 190 Kilogramm oder 418,8 Pfund wiegt. Aber sind diese Berechnungen korrekt? Es ist schwer vorstellbar, dass es Weltraumobjekte mit einer so geringen Dichte gibt. Exoplaneten sind in der Tat sehr schwer zu entdecken und zu untersuchen. Sie befinden sich extrem weit von der Erde entfernt. Ihre schwache Strahlung verblasst im hellen Licht der Sterne. Um nach solchen Himmelskörpern zu suchen, verwenden Wissenschaftler hauptsächlich verschiedene Methoden der indirekten Detektion. Eine sorgfältige Untersuchung des Sterns WASP-9 mit einem Spektrometer namens HARPS ergab beispielsweise, dass es in seinem System keine Planeten gibt, wie zuvor angenommen. Ein ähnliches Schicksal ereignete sich für den mutmaßlichen Alpha Centauri BB. Die wiederholte Analyse der Radialgeschwindigkeit des Sterns Alpha Centauri B zeigte, dass die erfasste Periode seiner Schwingungen auf einige Nuancen der Datenverarbeitung und nicht auf das Weltraumobjekt selbst zurückzuführen ist. Dies wurde durch kürzlich durchgeführte Untersuchungen mit dem Hubble-Weltraumteleskop HST bestätigt. Astronomen der University of Colorado, Boulder, untersuchten die Atmosphäre von Kepler-51b und 51d in der Hoffnung, Anzeichen von Wasser zu finden. Sie wendeten die herkömmliche Methode der Transitfotometrie an, die auf Beobachtungen der Bewegung eines Himmelskörpers vor dem Hintergrund eines Sterns basiert. Laut der leitenden Forscherin Jessica Libby Roberts wurden Wassermoleküle gefunden. Es war auch nicht möglich zu bestimmen, was in der Atmosphäre der Baumwollriesen vorkommt. Die Studie wurde durch einen dichten, undurchsichtigen Dunst in den oberen Schichten der Gashülle der Planeten behindert. Um die Situation zu klären, wandten sich die Wissenschaftler der Computersimulation zu. Sie beschlossen zu bestimmen, welche Art von Atmosphäre eine Kombination aus extrem geringer Dichte und einer undurchsichtigen Hülle verursachen könnte. Es stellte sich heraus, dass ein Gemisch aus Wasserstoff und Helium, das von einer Methanschicht umgeben ist, am besten geeignet ist, solche Bedingungen zu unterstützen. Alle diese Gase sind leichter als Luft. Mit ihrer Hilfe füllen wir beispielsweise Ballons. Die Atmosphäre wird durch diese Gase so aufgeblasen, dass die Planeten Kepler-51b, c und d fast so groß sind wie Jupiter, obwohl ihre Masse nur ein Mehrfaches der Masse der Erde beträgt. Methan erzeugt auch einen Dunst, der die genaue Untersuchung beeinträchtigt. Ähnliches haben Astronomen bereits auf Titan beobachtet, dem Satelliten des Saturn.
Aufgrund der dicken Methanschicht konnten Wissenschaftler bis zur Ankunft des Raumfahrzeugs Cassini zum Saturn im Jahr 2004 kein direktes Bild erhalten. Im Gegensatz zu den Wasserwolken der Erde können diese Wolken auch Salzkristalle enthalten. Sie geben Wissenschaftlern ein Verständnis dafür, wie Kepler 51b und d mit anderen massearmen, gasreichen Exoplaneten zusammenhängen. Dazu gehören beispielsweise Puff-Planeten. In Bezug auf die Dichte sind sie mit Super-Puffs vergleichbar. Das am seltensten verdünnte unter ihnen mit ungewöhnlich niedrigem Druck ist WASP-17b mit einer durchschnittlichen Dichte von 0,1 Gramm pro Kubikzentimeter. Weniger als die von Schaum. Es könnte im Wasser schwimmen, ohne jemals unterzugehen, wenn es einen entsprechend großen Pool dafür gäbe. Lose Planeten sind jedoch im Gegensatz zu Super-Puffs heiße Jupiter. Sie sind massiver, befinden sich in der Nähe ihres Sterns und dehnen sich unter dem Einfluss seiner Energie aus. Wissenschaftler bestätigen auch die Hypothese, dass die Wolkenbildung mit der Temperatur des Planeten zusammenhängt. Je kälter, desto wolkiger. Der Gasvorhang verbirgt jedoch nicht alle Geheimnisse von Kepler 51b, 51c und 51d. Dies sind Planeten mit einem sehr seltsamen Stammbaum, weil sie sich einfach nicht in der Nähe ihrer Sterne hätten bilden können. Aber Astrophysiker wissen bereits viel über die Zukunft solcher Welten. Forscher haben herausgefunden, dass die Atmosphären der Planeten des Kepler-51-Systems aktiv in den Weltraum verdampfen. Ihnen zufolge kann dieses Phänomen erklären, warum Super-Puffs so selten sind. Bis heute haben Astronomen weniger als 15 Zuckerwatte-Riesen entdeckt. Da diese seltsamen Planeten sehr jung sind, sie sind ungefähr 500 Millionen Jahre alt, könnte der Zustand wie Zuckerwatte nur eine vorübergehende Phase ihrer Entwicklung sein. Wissenschaftler schlagen daher vor, dass Kepler 51b am Ende zu einer Art Mini-Neptun wird, der häufigste Exoplanetentyp in unserer Galaxie. Kepler 51d, der am weitesten von der Sonne entfernt ist, bleibt ein ungewöhnlicher Planet mit geringer Dichte, verliert jedoch erheblich Masse und einen kleinen Teil seiner Atmosphäre. Am Ende werden jedoch alle Super-Puffs verschwinden. Wenn diese Theorien wahr sind, werden sie uns helfen, mehr über Exoplaneten zu lernen. Astronomen setzen große Hoffnung auf das James-Webb-Weltraumteleskop, WST, das im Jahr 2021 das Hubble ersetzen wird. Das Gerät wird eine hohe Empfindlichkeit gegenüber langen Infrarotlichtwellen haben und wahrscheinlich in der Lage sein, durch dichte Wolken superleichter Exoplaneten zu spähen. Es gibt andere Möglichkeiten. Zum Beispiel erwägen Wissenschaftler ernsthaft Nanosonden, die von Sonnensegeln angetrieben werden, zu den fernen Sternen zu schicken. Winzige Raumschiffe werden die Planeten fotografieren, ihre Eigenschaften untersuchen und Daten zur Erde übertragen. Mit den technologischen Fortschritten werden Forscher mit Sicherheit neue Super-Puffs sowie viele weitere aus den fremden Welten entdecken. Es wird geschätzt, dass es in unserer Galaxie mehr als 100 Milliarden Exoplaneten gibt. Bisher wurde die Existenz von nur einem kleinen Teil davon zuverlässig bestätigt. 4160 davon. Aber welche unglaublichen Dinge halten sie vor uns verborgen? Zu diesen Juwelen gehört der innere Exoplanet 55 Cancri E in der Krebskonstellation. Die 2011 durchgeführte Computermodellierung zeigte, dass er aus Graphit und Diamanten, einer bestimmten Menge an Karbiden und Silikaten sowie einem großen Eisenkern besteht. Gleichzeitig machen Diamanten bis zu einem Drittel der Substanz des Planeten aus. Bei HD189733b, 63 Lichtjahre von der Erde entfernt, regnet es Glas in horizontaler Richtung. Jaja, das ist kein Fehler. Der Wind auf diesem höllischen Planeten kann eine Geschwindigkeit von 8700 Stundenkilometern erreichen, sodass der Regen hier im Wesentlichen nicht herunterfällt, sondern zur Seite fällt. In einer mit Siliziumdioxid gesättigten Atmosphäre spucken Wolken flüssiges Glas aus, das auf die Oberfläche des Planeten fällt und sich verfestigt.
Der Wind trägt Glas mit einer solchen Geschwindigkeit durch die Atmosphäre, dass die Fragmente horizontal fliegen und alles auf ihrem Weg abschneiden. Es gibt andere Orte in unserer Galaxie und in anderen wundervollen Welten, an denen es in Form von Steinen schneit, Ionenquellen schlägt, zwei Sonnen scheinen, genau wie in der fiktiven Welt von Tatooine aus dem Film Star Wars. Stell dir vor, welche Überraschungen die große Anzahl von Planeten, die noch nicht entdeckt wurden, bereithält. Warum könnte es unter ihnen keine Mega-Super-Puffs mit extrem geringer Dichte geben? Im Vergleich dazu werden die Kepler-51b und 51d wie Schwergewichte erscheinen. Wäre das möglich? Wenn dir dieses Video gefallen hat, dann Daumen hoch, Kanal abonnieren und die Klingel klicken, um keine Neuerscheinungen zu verpassen. Und empfehle uns deinen Freunden.